Hallo ihr Lieben, ich bin die Kathi und die Stimme hinter diesen ganzen Hörbüchern, die ihr euch die ganze Zeit anhört. Und naja, ihr habt gerade gesehen, also es sind schon über 100 Abonnenten auf meinem Kanal und ich wollte euch einfach nur sagen, wie toll ich das finde. Weil, also ich habe den Kanal zwar ins Leben gerufen, weil ich so ein Verfechter der Antike bin, ja auch wegen meinem Studium und so weiter, und ich finde, dass es viel zu wenig gibt auf YouTube, was sich ernsthaft mit der Antike befasst, also was man auch als Student benutzen könnte, und habe mir gedacht, ich mache da jetzt ein bisschen mal was dazu. Und es freut mich extrem, wenn es euch interessiert. Und ich werde natürlich weitermachen und mich aber auch gleichzeitig entschuldigen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich in so unregelmäßigen Abständen Videos poste, weil das ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Und ja, das geht einfach nicht so schnell, vor allem nicht mit dem Job. Und ihr habt es vielleicht gesehen, dass ich auch noch einen anderen Kanal habe, wo ich ja so aus meinem Arbeitsleben Sachen poste. Und übrigens auch der Spaß mit Wappen. Vielleicht interessiert es euch ja oder ihr habt es schon gesehen. Jedenfalls als kleines Special-Video jetzt für diese 100 Abonnenten habe ich mir jetzt gedacht, ich werde euch jetzt ein Outtake-Video reinstellen, damit ihr seht, dass diese Hörbücher nicht immer so glatt ablaufen, sondern dass ich da eben besonders lange immer damit brauche, weil ich mich permanent verrede oder weil die Nachbarn beschließen, ihre Wohnung zu renovieren und dann dauernd Hintergrundgeräusche sind oder weil der Postbote läutet. Ja, ein paar von diesen Outtakes stelle ich euch jetzt rein und ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe natürlich, dass ihr auch weiterhin viel Freude an meinen Videos habt. Also vielen Dank und bis zum nächsten Video. Sie waren hier sehr willkommen und man überlieferte ihnen die Müden, um sie ins Lagerte zu... Ins Lagerte? Was ist das eigentlich für ein Wort? Das ist voll das komplizierte Wort. Sie rückten nun vorwärts bis dann in Harpasus. Siebtes Buch. Warum klingt meine Stimme immer so komisch? Siebtes Buch. Warum klingt es immer so? Es wurden mit Fleisch gefüllt. Oh man. Und marschierte mit ihnen eilfertig vor Jan. Vor Jan, jawohl. Wasser, meine Kehle ist ausgetrocknet. Wenn ihr mir hierin beipflichtet, aber doch in dem Wahne steht, das größte Hindernis. Nachdem die Armee in den Dörfern einen Tag gerastet hatte, sobald die Griechen bei ihrer Ankunft in den Hörfern Dalt machten, jawohl. Am folgenden Tag rasteten die Griechen, um sich zu verproviantieren. Wie antiquiert ist denn dieses Buch? Das abgeschickte Korb, schwer bewaffnet wie es war, erstieg mit Hühe den Mügel. Sobald Chrysophos dies bemerkte, ließ er den Xenophon vom Nachtzug herbeirufen. Nachtzug, ja. Ja, hallo, wir fahren jetzt mit dem Nightjet, dem griechischen Söldner Nightjet, zurück nach Griechenland.